Hallöchen und grüß euch! Heute möchte ich euch mal Top Secret Spawn Locations von geheimen Gang-Autos zeigen, sowie als kleines Special am Ende den Voodoo-Spawnpunkt, der äußerst geheim ist und wahrscheinlich wenige bis kaum jemand wird diesen Spawn kennen. Und erst einmal zu den Gang-Autos, damit ihr wisst und es genauer versteht, warum der bei mir tatsächlich immer wieder an dem Spawn steht, an die verschiedensten Gang-Autos. Dazu erstmal wird dieses Gang-Auto, was ihr euch wünscht, zum Beispiel wenn ihr es mit dem Tornado macht, wenn ihr den Tornado als Gangwagen spawnen lassen wollt, braucht ihr einen Tornado selbst einfach von der Straße gepolt, geklaut, dann bekommt ihr den Spawn des Tornados zu 100%. Zu 80% bekommt ihr den Tornado-Spawn, zum Beispiel jetzt bleibe ich beim Tornado, das ist ein Klassiker. Zu 80% bekommt ihr ihn dann, wenn ihr selbst mit einem Auto der Fahrzeugkategorie der Klassiker rumfahrt. Zu 80%. Falls kein Klassiker gerade auf der Straße fährt, wechselt einfach mehrmals die Lobby, so dass Klassiker auf der Straße fahren, denn so wechseln auch schneller die Autos auf der Straße, wenn ihr in verschiedensten Lobbys reinjoint, denn ihr kennt es ja wahrscheinlich selbst, es fahren einfach mal gefühlte stundenlang nur 5 Autos rum auf der Straße, das dann immer auch noch ein und dieselben Autos sind, das heißt, die Autos wechseln in den eigenen Lobbys sehr selten, das heißt, wechselt die Lobby, somit spart ihr auch viel Zeit und müsst nicht so lange auf die Klassiker warten. Und das sind jetzt erstmal die grundlegenden Tipps, um überhaupt die Klassiker, um die sich ja hier hauptsächlich in dem Video dreht, überhaupt zum Spawn zu bringen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Secret Locations. So, passend zum Beispiel dachte ich mir, fange ich doch direkt mal mit dem Tornado an. Hier hatte ich das Glück, habe einen Tornado direkt auf der Straße gefunden. Und zunächst einmal zeige ich euch die Grove Street. Die befindet sich hier. Dort spawnen alle der folgenden Autos übrigens mit grünem Farbton. Diese Gang regiert nämlich in der Grove Street. Ganz in der Nähe der Grove Street, an dieser kleinen Sackgasse, die ich euch jetzt mal hier zeigen werde. Diese kleine Sackgasse, da ist ein Parkplatz. Und dieser Parkplatz direkt an diesem Deathmatch, da spawnen gelbe Gang-Autos. Hier auf dem Parkplatz war gerade kein gelbes Gang-Auto, deshalb habe ich mein Glück auf dem folgenden Parkplatz hier versucht und dort spawnen dann tatsächlich gleich 2 gelbe Tornados. Ihr seht selbst, die Farbe an den Fenstern ist komplett dunkelschwarz und dieses Auto ist komplett aufgetunt. Das heißt, so könnt ihr auch mit allen Autos Geld sparen, denn alle der folgenden Gang-Autos sind ziemlich stark aufgerüstet. Und falls ihr dann das gleiche Auto, den Tornado, also aus einer anderen Gang finden wollt, dann müsst ihr einfach zu dieser Location kommen. So eine Gang findet sich hier mit einer komischen Metallic Grau-Weiß Lackierung. Diese Gang kenne ich speziell noch gar nicht, aber jedenfalls haben wir dann hier ein neues originelles Auto, was sehr selten ist in dieser Lackierung. Und auch wieder hier spawnt dieses Auto zu zweit, also habt ihr gleich mit ein Auto für euren Kumpel. Kommen wir allerdings mit dem Peyote zu dieser Location, mit dem Hardtop-Verdeck jedenfalls. Spawnt kein anderes Auto, dem Peyote mit dem Verdeck offen allerdings. Dann finden wir einen anderen Peyote aus einer Gang, die die Autos matt Bordeaux-Rot mit einem weißen Perleffekt lackiert. Also ein matter Perleffekt, das ist auf alle Fälle richtig cool. Und dann noch eine geile Farbe. Und dieses Auto ist natürlich auch wieder ziemlich stark aufgerüstet. Jedoch sind die Gang-Autos leider Gottes nicht alle voll aufgerüstet, aber relativ stark. Damit kann man, wie gesagt, auch mit jedem Gang-Auto, die sind so ziemlich gleich aufgerüstet, viel, viel Geld in Sachen Tuning sparen und außerdem sind diese Autos noch cool. Hier jetzt mal nochmal mit dem Peyote Hardtop allerdings zu dem Parkplatz gekommen. Dort findet sich dann ein gelber Peyote mit Verdeck offen und somit könnt ihr dann auch mit diesem Peyote mit Verdeck offen zu dem anderen Spawn kommen, sodass ihr einen Bordeaux-roten Perleffekt Matt Peyote zum Spawn bringen könnt. So, und hier seht ihr nochmal ein Beispiel, hier der Kumpel in dem grünen Peyote, der in der Grove Street hier ganz in der Nähe spawnt, wie ihr es ja direkt am Anfang auf der Karte gesehen habt, die Grove Street, dort steht dieser immer auf einem festen Parkplatz entlang der Grove Street, einfach auf der Straße. Und kommen wir jetzt mit dem Manana zu diesem einen Spawn hin, werden wir feststellen, dass hier ein Manana mit dem Perleffekt Violett und so ein Hellpink spawnt und das kommt mir ganz stark bekannt vor von dieser Gang, die damals in GTA San Andreas zuerst über der Grove Street regiert hat. Und später durch Carl Johnsons grüne Crew, grüne Gang, nenne ich sie mal, ausgeschaltet wurde und somit dann auf der Grove Street vertrieben wurde, wo nämlich jetzt die ganzen grünen Autos hier in GTA 5 stehen. Und jetzt am Buccaneer, das Beispiel nochmal, spawnt hier auch der gelbe Wagen. Übrigens mit dem Manana spawnt hier kein Auto auf diesem Parkplatz. Für die Manana gibt es nur dort diesen festen Gang-Spawnplatz für das Auto.
Hier jedenfalls der Buccaneer nochmal in Gelb, auch ziemlich stark aufgetunt, wie immer, wie jedes Gang-Auto. Und kommen wir jedenfalls mit dem Buccaneer hier zu diesem Spawn hin. Wir hatten wir allerdings nur diesen Tornado wieder mal mit der silbernen Lackierung finden. Und jetzt zum versprochenen Voodoo-Spawnpunkt. Der befindet sich hier direkt in der Wüste, an diesem Platz, direkt neben so einer alten Tankstelle. Und dort befindet sich auch direkt ein Rennen, wenn ich mich nicht täusche. Und dort hat sich gerade hier schon der Kumpel den Bann genommen. Wir sind kurz rumgefahren und sind dann wieder zu diesem Spawnpunkt zurückgekommen. Und deshalb hat sich dann hier auch dieses Auto wieder hingespawnt. Das heißt, ihr müsst nur kurz wegfahren. Wenn der Voodoo gerade rumfährt, spawnt dieses Auto zu 100%. Und der Voodoo wird auch zu 100% in diesem Dorf immer rumfahren. Am besten ist es bei diesem Wetter, wenn es regnet und die Sonne leicht scheint, so spawnt dieses Auto zu 100% in diesem Dorf. Ich hoffe, euch hat dieses Secret Car Locations Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir das Ziel 100 Likes für dieses Video schaffen könnten, denn es war doch eine härtere Arbeit für alle Autos, die Secret Car Spots zu finden. Falls euer Auto hier noch nicht drin war, von dem ihr überhaupt nicht den Spawnpunkt kennt, dann schreibt diesen Namen des Autos doch einfach mal in die Kommentare rein. Vielleicht bringe ich dann sogar von diesem Auto sogar nochmal ein nächstes Tutorial. Falls wir genügend Autos finden, von denen ihr noch nicht die Spawn Locations kennt, dann könnte ich mir gut vorstellen, darüber noch ein nächstes Tutorial zu machen. Und dann würde ich mich natürlich noch freuen über den ein oder anderen neuen Abonnenten. Und noch viel mehr hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.